Herzlich willkommen hier zurück zu Siedler 2-3D Huxtebude mit der aufreizenden Damagash. Hi, hi. Oh, mit den immer noch nach machtgierenden Marder-LP. Ja, ja, mich kennt man ja nicht anders. Hallo. Und ja, da immer noch im Fluss ist ein Cliffhanger, hatte natürlich auch mit den Raven. Hallo. Ja, dann sag mal hier. Ja, dann löst mal gesagt. Auf deinen Cliffhanger hier. Ja, nee, ist noch nicht so weit. Also, dann in der nächsten Folge, ne? Nein, jetzt läuft gerade erst noch, was bisher geschah. Aha. Ach so, Also, wir haben Piep, Piep, Piep und das haben wir dort Piep, Piep, Piep gebaut, ne? Da wirst du Bescheid. Weißt du Bescheid, Liebscher. Okay, jetzt nehme ich mal den Barackentipp. Ach Leute, es ist zwar lustig mit euch, wollte ich mal erzählen, ne? Aber? Aber wisst ihr, was voll krass ist? Ich habe jetzt zwei Goldbergwerke nebeneinander gebaut und habe hier 8 so eine Goldfehlschilder. Reichen da 2 Goldbergwerke? Du, das Problem ist meistens, du hast gar nicht so viel Platz, da Gebäude zu bauen, wie der Schilderplatz. Okay. Das ist so, ja. Das heißt, es ist dann eine gute Quelle. Ja. Ja. Boah, hier Kohle. Oh, jetzt geht's los hier richtig, du. Kohle. Also Kohle, ne? Nicht Kohle, Geldkohle, sondern Kohle, Steinkohle. Ach, bist du auch so ein geldsüchtiger YouTuber? Jetzt geht's los. Kohle. Aus der Diskussion entziehe ich mich. Kohle. Kohle. Oh, ja. Ach Gott, ja. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, es läuft nichts und vor allen Dingen nicht so richtig. Man sieht's, da läuft nichts, da läuft auch nichts. Bei mir läuft alles, ne? Also. Es läuft. Ja, vor allen Dingen, ich frage mich, normalerweise, wenn du ein Gebäude baust, geht der Siedler doch direkt in das Gebäude rein, ne? Logischerweise. Eigentlich, ne? Sollte es so sein, ja. Dann bringt ihr mir natürlich die Meldung, dein Gebäude ist nicht besetzt. Und dann sage ich mir, na, was macht denn der Siedler? Wo ist er denn? Ja, wo ist er dann? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kommt dann, das Gebäude ist nicht gut, besetzt. Gut, das hätten wir dann auch geklärt. Ja, und dann geht der Holzstamm rein und es kommt ein Holz raus, das siehst aber keinen. Okay. Naja, gut. Ja, ne? Geister. Magic. Geister. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Du bist gerade abgehakt. Ja. Ich sagte, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Das habe ich mir gedacht, dass du das sagen wolltest, aber du warst abgehakt. Kam gleich die GEMA, ne? Oh, ja, du kam gleich hier meine Fleischerei auslassen, weil ich gerade auf einmal war. Studio 71, ne? Hier, ne? So nicht, ne? Das hier Pro7Sat1, ne? Psst. Kann du nicht so machen, ne? Es gibt natürlich auch noch Baum viele andere hier. Fernsehsender, ARD, ZDF, Ahnung, ne? Sky, Entertain, TNT, Kabum. Beate Use TV, so. Das sah auch alle, ne? Das sagt sie nur, damit wir gleich ein schönes Thumbnail machen können. Ja, genau, das muss nur Titten draufpacken, ne? Yay! Da, guck mal, er hat Titten gesagt, jetzt können wir gleich wieder Titten sagen, weil dann können wir nämlich Titten auf das Thumbnail machen, wenn er Titten sagt, ne? Titten. So, ja. Ja? Dann möchte ich aber ich was für nicht. Unsere weiblichen Zuschauer auch. Penis. So, jetzt ich dachte, jetzt kommt noch mehr Titten. Penis. Ja. Wie obszön. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Ja, wo ist es denn, das Niveau? Na, wo ist es denn? Wo hast du dich versteckt? Ah, nee, Moment. Was? Ich höre singen, das Niveau. Ja, das muss aber hier am TS-Server liegen. Also das ist hier, irgendwie ist das Niveau hier auf dem TS-Server meistens relativ flach. Ich dachte mal, das liegt an den Leuten, mit denen ich so zocke eigentlich, aber vielleicht liegt es ja auch am TS-Anbieter. Darüber können wir mal eine Studie machen. Ah ja. Aber apropos Studien, wusstet ihr, dass 9 von 10 Schülern das Wort Rentner falsch umschreiben? Nee. Ist ja verrückt. Wieso Rentner verkehrt rum ist ja auch Rentner? Nein, das musst du richtig rumschreiben. Wenn du es falsch umschreibst, diese Palindrome, das sind solche Wörter, weißt du, wenn du die in der Schule benutzt, dann kriegst du meistens gleich eine schlechte Note, weil der Lehrer selbst nicht weiß, wie rum du das schreibst und so, ne? Ja, wissen die Lehrer denn heutzutage überhaupt noch, wie irgendwas geschrieben wird? Keine Ahnung. Wo habe ich das denn neulich erst im Fernsehen gesehen? Da haben sie irgendwie einen Test gemacht, dass ja unsere Jugend immer blöder wird und weiß ich was, weil ja hier so hier Rechtschreibkorrigierung und Zeug und Gedöns und so. Und da konnten dann die Leute irgendwie Mayonnaise nicht schreiben. Hab ich gesehen.
Aha. Ja, ganz dezent. Ja, solange okay, sie es im Edeka finden, wo es steht, ist ja alles ich in Ordnung. Ich denke auch, ich habe das zu meinem Mann auch gesagt, ist das nicht eigentlich auch scheißegal? Natürlich musste man damals, wenn man irgendwie einen Job gemacht hat, noch handschriftlich schreiben können, weil du hattest keine Computer und so. Aber wer braucht denn das heutzutage noch? Ob ich weiß, wie Mayonnaise oder Portemonnaie geschrieben wird, ist doch egal. Die Rechtschreibung kommt ja sofort. Es gibt ja auch durch die neuen Rechtschreibung, wir haben es auch ganz anders gelernt. Ne? Also ja. Wenn ich jetzt ein Schreibprogramm sehe, da sagt er mir, das soll ich so und so schreiben, wo ich mir denke, ist klar, ja, bin vernünftig. Warte, ja, ja. M-A-J. Du darfst es, glaube ich, sogar mit E jetzt schreiben. Warte, ich buchstabe mir mal. Ich weiß gar nicht. M-A-J-O-N-E-S-E. Ich glaube, das ist sogar heutzutage jetzt schon richtig. Also, entweder schreibst du Mayonnaise M-A-Y-O-N-N-A-I-S-E, Mayonnaise halt, ne? Oder du schreibst es tatsächlich mit M-A-J-O-N-E-S-E, Mayonnaise. Katschi. Ja, genau so sieht's auch dann aus. Aber M-A-J-O-N-E-S-E kann man nicht machen, ne? Finde ich viel cooler. Mayonnaise. Ich müsste das aufschreiben, ich muss das immer sehen. Also das war gerade ironisch gemeint, ne? Nachher denkt ihr noch alle, ich denke, ja. Ich finde das aber total, und das hat aber ja nichts damit zu tun, dass unsere Jugend verblödet, oder? Hat das was mit blöd zu tun? Finde ich überhaupt nicht. Naja, also. Die Frage ist halt, ob das wichtig ist, dass man noch solche Sachen aus dem Kopf weiß. Weißt du, wie wichtig ist denn das? Wirst doch sowieso überall Rechtschreibung. Naja, wenn du jetzt in der Schule sitzt und du schreibst ein Diktat und der Lehrer sagt, heute habe ich 3 Gläser Mayonnaise gekauft. Und ja, aber für dann, einen ne? Job? In welchem Job bräuchtest du das? Ja, das eine ist natürlich. Eine Pommesbude zum Beispiel. Aber das ist ja mit vielen noch, Sachen mich, so. Also mich hat noch nie einer gefragt, 40 Stunden Stahl, Mayonnaise. Noch nie, selbst der Russe nicht. Ja, weil das, ja, das ist halt, ist, ne? Ist tatsächlich, also weiß ich auch nicht, das war früher bestimmt wichtiger, ne? Wenn du irgendwie im Büro gearbeitet hast und du konntest nicht richtig schreiben, dann war schon doof, ne? Wenn die Briefe voller ja, Tippecks waren hinterher. Ja. Aber das hast du ja heutzutage nicht mehr. Ja, die E-Mails sind schuld. Ja, also ich find's komfortabel, dann kann man. Was ist denn eigentlich dieser E-Mail? Also, was ich ja ganz schlimm finde, jetzt wo wir in Deutschland nicht mehr die Mark haben, sondern den Euro. Ich finde es immer, ich weiß nicht, wie ich die Leute mal ansprechen soll. Ich weiß nicht, wie ich die ansprechen soll. Soll ich sie jetzt Mark nennen, soll ich jetzt Euro nennen, soll ich sie Pfennig nennen oder Cent? Ne? Ja, also diese ganzen schwer, Eigennamen ja. Ist schon. Ja, ist schon, ja, ist schon. Der arme Mark. Ja, der arme Wieso Mark. Wieso Euro ist doch Euro? Ja, nee, aber der arme Max Hedrick zum Beispiel, soll ich den jetzt Euro Hedrick nennen? oder wie heißt der jetzt? Ach, guck mal, mein Gehirn hat schon wieder ausgesetzt. Ja, nee, wenn ich diesen Witz jetzt noch erklären muss, ne? Ach, guck mal. Ach, Damakas, ich darf ja nicht verraten, was ich hier baue. Ach, guck mal, ist das schön. Ich kann da in die Ecke überhaupt nicht weiterbauen. Das ist doch auch alles eine Grütze hier, oder nicht? Oder wie, oder was? Welche Ecke meinst du jetzt? Nord, ich Süd muss ja oder eigentlich Richtung Osten. Westen. Osten, wir müssen nach rechts. Ja, Osten. Genau. Muss ich mich doch austoben. Schweine. Da habe ich irgendwie nichts. Ich kann da kein Gebäude gescheit bauen. Musst du deine Fischerhütte wegreißen? Ich wollte gerade sagen, muss ich die Fischerhütte wegreißen? Das finde ich aber blöd. Es hat Tür gemacht. Ach, der arme Fischer, der freut sich, wenn er mal da rumkommt. Aber Eselzucht hat auch geklappt, sehe ich, super. Ach, siehst du, genau, Eselzucht. Wer züchtet Esel? Ich du? Gleich. Ja, ich habe Schweinezucht 100%, voll cool, ne? Voll der Cheater. Mhm. Achso, warte, das hat mit Eseln gar nichts. Ja, aber wisst ihr, ich habe jetzt gerade... Aber es hängt bei mir ein bisschen gerade. Also ich befürchte, weil ich bin so ganz weit oben und das Lager ist natürlich beim Hauptquartier. Deswegen wollte ich ja eigentlich auch das Lager umquartieren. Weißt du, weil die haben natürlich jetzt voll so krass weite Wege. Und ich baue jetzt irgendwie Dutzende Goldbergwerke, Kohlebergwerke und es läuft hier voll. Also es läuft nicht gut, aber es, ne, ich baue halt. Aber es läuft. Guck mal, 4 Eisenbergwerke. Ah ja, genau. Erstmal produzieren, alles abreißen und dann wird's verbraucht. Ja, die Sache ist, ich kann gar nicht so viele Bergwerke und so bauen, weil ich gar nicht so viel Nahrung habe, um die alle zu versorgen. Ja, bei mir stockt es auch noch so ein bisschen gerade. Warte mal, hier mal ein Lagerhaus. Was kann man denn, kann man sagen, was man da nur drin haben will oder was man da nicht rein haben will? Ich glaube, das kann man, ja, ich glaube, das kann man einstellen. Was einstellen? Gehst du auf deinen, geh mal drauf.
Ja, ich sehe schon. Dann kann ich so ein durchgestrichen und so ein Pfeil. Was heißt denn der Pfeil? Das durchgestrichen heißt nicht rein, das Pfeil heißt auslagern. Ja, da kannst du dann, wird dann Auslagern. alles rausge. Ach, Auslagern. guck, da nimmt er jetzt das Schweinchen und trägt es dahin. Das fette Schwein, da liegt's rum. Fette Schwein. Ne? Willkommen bei Let's Suff. Let's Suff. Was? Und da ist es schon in der Fleischerei, das Schweinchen. Also dann blockieren wir das hier. Ist ja Ach, schön. niedlich. Ich brauche So. mehr Esel. Sag mal, kannst du mir nicht mal so einen Esel rüber Ich schubsen? habe nicht mal eine Eselzucht. Ich bin immer noch dabei, hier meine Brauerei und den ganzen Scheiß in. Ja, Hauptsache erstmal saufen, ne? Ja, natürlich. Echt mal. Muss mir jetzt eine eigene bauen. Eselzucht. Ja, So. aber guck mal, meine Eselzucht ist auch erst bei 25% im Aufbau. Das ist voll schleppend und so. Ja, mein Akkuisch habe ich aber alle es geht schon wieder Materialien. los. Fischhütte für Brunnen bauen. Nein, aber diesmal habe ich es gemerkt. Ja, immerhin. Was? Wer baut was? Ach, Ach, dann so ein Krümel Krümel, kann der. die Häuser nicht auseinanderhalten. Ja, Der will. der baut dann immer, weiß, wenn er angeln will, dann baut er einen Werkzeugmacher und ganz verrückte Sachen kommen dabei raus. Ganz verrückte Sachen. Ist so dubios. So wie vor mit meinem Forsthaus statt Holzfäller, so ist das bei dem genauso. So, das läuft. Läuft. So, jetzt muss ich hier nur irgendwie meine Fischerhütte dann gleich mal weg haben. Aber dazu will ich erst eine neue aufbauen. Wie sieht es überhaupt nahrungsmitteltechnisch so aus? Was haben wir denn? Wir haben keine Schweine. Wir haben keine Fische. Wir haben kein Fleisch. Wir haben kein Brot. Ich hab doch nichts. Armes Schwein. Ja, aber wirklich wahr. Oh, hier kann ich noch einen coolen Bauernhof hinbauen. Das ist ja cool. Okay. Wo ist der Unterschied zwischen einem coolen und einem normalen Bauernhof? Der coole Bauernhof hat Platz. Ah, Hä? Oh nein, ich verstehe eure Witze nicht. Ich fühle mich voll ausgemobbt, grenzt. Ausgemobbt, grenzt. Tja, die Frage ist nur, wo kriege ich denn Ja. jetzt demnächst dann mal Steine her? Da habe ich doch schon wieder eine Problematik. Wo ist denn eigentlich mein blöder Steinbruch hier? Da, aber. Stimmt, ne? Die Steine, wenn die alle sind, sind die alle, ne? Ja, es gibt ja auch Minen noch, ne? Also. Ach so, habe ich noch nie gesehen. Hast du Granit. eine Granitmine? Junge! Habe Ach ich noch nie echt? gesehen und du hast doch eine! Ach, das war sogar die erste, die ich gebaut habe. Ach, und die macht Stein, wie cool. Guck Ja. mal. Hey, Ja. cool. Ja, cool, ne? Ich gar nicht, ne? Wie Ist ja verrückt, was Eiseigen. es alles gibt! Warte, dann Wie setze ich mal hier eine überzeugt er war, dass Fahne. das nicht hat, ne? Ey, warte mal, dann setze ich eine Fahne und schick mal hier Geologie hin. Geologie, heißt der so? Ja, der kann mal gleich abchecken hier die Lage, ob hier noch mehr Granit zu scheffeln ist. Ja, läuft. Guck mal, Eselzucht ist fertig, wie cool. Ah ne, 88%, Moment. Sah so fertig aus. Ach, schön. Und sonst bei Läuft. euch? Ne, Oh, läuft? ja, läuft, Ja, läuft, meine Eselzucht läuft. wurde jetzt fertig planiert und jetzt kommt da Rohstoffe ohne Ende hier. Bei mir ist das ein Getummel und Gewusel hier. Brauche noch mehr Entlastungsstraßen, das geht gar nicht. Ja, weißt du 99 denn? Prozent. So, ach, das Sägewerk, das läuft auch. Eisenschmelze. Tada. Die Brauerei, was fehlt denn der Brauerei hier? Wasser? Gib es doch nicht. Ich Ja, hab. brauch doch mal noch ein paar Brunnen. Weißt du, ich hab 108 Wasser eingelagert. Und Ist jetzt auch baue nicht ich wenig, gerade ne? noch einen Brunnen daneben, neben die Brauerei, damit der Weg nicht so weit ist, ne? Ich sage dir, die saufen das bestimmt unterwegs aus, das Wasser. Weißt du, Ja, die das kommt lagern da das gar schon mal nicht bei an. den. Ach, da mal, Kasch, guck mal, wir haben hier noch ein bisschen Luft zwischen uns. Dann baue ich hier oben noch ein Baräckchen. Mache das. Oder eine große Festung. Aber mach mir nicht meinen Bauernhof kaputt und so. Ich hoffe es. Das Festung wäre ist im Bau. nämlich gemein. Weil ich habe hier nämlich extra einen Bauernhof für meine Schweinezucht hingebaut. Ja, wäre dumm, wenn ich das wegreißen könnte, hallo? So, Krümmel, du hörst jetzt mal auf zu spielen eine Weile, okay? Warum? Hä? Okay. Finde ich auch. Ja, weil du hast schon fast das Dreifache an Kartenvolumen wie ich. Okay, dann möchte ich gar nicht wissen, wie viel er schon hat. Ja, viel halt, ne? Der lässt mir gar nichts übrig. Finde ich voll gemein. Also Ich ich meine, wir sind ja sag's ja Team nicht und so, gern, ne? aber es kommt doch nicht auf die Größe an. Wollte ich nur mal. Was?
Hm. Hab ich das schon mal gehört? Nein. So, Freunde, Schwein. Hier, Granit. Ich habe Granit im Überfluss gefunden. Der Gegner kommt, sagst du hier. Haha, Soldaten, Scheißdreck, Granit. Ja, ist doch wichtig, Granit, ne? Drei Minen oder so? Nee, ist doch nicht wichtig, ne? Also ja, gut, wenn du keinen Stein mehr hast, dann baust du natürlich Granitminen, aber sonst kannst du natürlich aber oberirdisch abbauen. Ne? So. Diese Bergwerke, sind die denn auch irgendwann mal alle wie jetzt? Ja, also ja? Eigentlich sollten die irgendwann mal alle sein, ja. Irgendwann. Ja gut, dann hat man doch irgendwann keinen Stein mehr. Ja, aber so viele Steine brauchst du ja auch nicht. Du kannst ja mal im Hauptquartier gucken, wie viel du schon eingelagert hast. Das geht ja eigentlich. Naja, 88 nur. Naja, das reicht doch. Ja, weiß ich ja nicht. Aber 95 Holz und 0 Bretter, obwohl ich jetzt schon 3 Sägewerke auf voll hab. Werden ja, von da bestimmt gleich weiter transportiert zum Bauen oder so. Ja. Vermutlich. Oder eine Köhlerei oder so. Habe ich noch nicht gebaut. Gibt's doch gar nicht, glaube ich, oder? Gibt's eine Köhlerei? Nee, habe ich nicht gelesen. Nicht. Aber wie du ihn mobben wolltest und selber nicht weißt, ob es richtig ist. Fail. Ach, guck mal, bauen wir doch einfach eine Brauerei. Da freut er sich. So, den Fischer reißen wir hier ab jetzt und dann können wir da nämlich hoffentlich eine Baracke oder so hinsetzen. Eine Baracke? Eine Baracke. Bowser. Ein Barack Obama. Ich wollte gerade sagen, Bowser, Barack Obama. Barack Obama. Und mach mal eine neue Thumbnail für diese Folge, ne? Siedler 2 3D mit Barack Obama. Ich komme jetzt auf die geniale Idee, mal Mühlen und so zu bauen. Ja, hast das ist noch, schön, ne? Hast du Herzlichen Glückwunsch. Überhaupt nicht gässig. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn die Bäckerei? Da ist die Bäckerei. Ja, ist alles gut. So. Die ernennen sich bei mir nur von Fisch und Weizen, also. Ja, reicht. Boah, ja, Weizen mit ein bisschen Wasser und dann passt das. Ja, da kann man auch einen Brei draus kochen, oder was? Hm, genau. Na, also man braucht ja jetzt hier auch nicht anspruchsvoll werden, ne? Eigentlich nicht, ne. Ich hab immer noch voll den Rohstoffstau, das gibt's doch nicht. Trotz deiner Umgehungsstraßen? Mir fehlt jetzt gerade was anderes dazu ein, aber ich sag's lieber in der Cloud. Ich nehme auch einen Hund zu. Was wolltest du denn sagen? Sprich dich doch aus. Denken. Ja, ja. Sollen wir die Folge aber 18 machen? Oder? Da brauche ich aber einen Zettel, dann muss ich mir das jetzt vermerken. Was, die abonnieren oder was? Ach ja, genau. Ich wollte ja eh alle. Außer den Raven, den abonniere ich nicht. Der tut mir so leid, weil er das Spiel nicht kann. Und du ihm den ganzen Platz wegnimmst. Du den ganzen Platz wegnimmst. Ich bin so fett. Das hast du jetzt gesagt. Ich finde das gar nicht so schlecht eigentlich, was er da hat. Ha. Jetzt muss was, wer hat wo was? Na, ich will doch da keine Hello? Festung hinbauen. Hallo. Was ist denn hier los? Hallo. Ja, ich habe nur gehört, dass ihr mich deabonnieren wollt und dann war der Ofen aus. Hallo, nur nicht dich. Was, ja, keine Rohstoffe nicht gefunden? Guck mal, hier steht jetzt keine Rohstoffe gefunden, Steinbruch. Ach, guck mal, da kann ich meine, guck mal hier, im Krümel. Da bei meinen Bauerhöfen, ne, Bauernhöfen. Bauer sucht Frau, da, links, ne? Da ist doch der Wachturm. Ja. Das sind die 2 Steinbrüche. Ja, und da ist aber kein Stein mehr, das heißt, die kannst du abreißen. Ja. Aber auch wenn da noch steht, Steinbruch 75% und 50%. Hat ja nichts mehr, das geht da runter auf 0 jetzt, ne? Ja, aber so lang, dann warte ich, bis 0 ist, ne? Du kannst ja gucken, ob er einen Stein rausbringt, aber er bringt ja nichts mehr, hat ja keinen mehr. Ja, weiß ich. Na. Ja. Ich sehe den nicht. Er hat keinen Stein. Eine trägt doch gerade ein Schwein, aber ich glaube nicht, dass es vom Steinblitz kommt. Man weiß es nicht. Wer ist ein Schwein? Nein, der eine hat gerade ein Schwein getragen, das heißt, es käme vom Steinblitz. Ach, wie cool. Guck mal hier, da trägt einer ein Schwein, ja, Tatsache. Haha, cool. Wursti. Das ist ja lustig. Soll ich jetzt erstmal nur Umgehungsstraßen bauen? Hey, wie cool. Und ich baue jetzt übrigens eine Münzprägerei, weil ich habe geguckt, ich habe ja bestimmt jetzt schon 10 Wachstuben und so, ne? Und Baracken und so. Und da steht ja Münze 0 von 2. Das heißt, die füllen die von alleine auch auf und upgraden sich dann, oder wie geht das? Ja, genau. Die Tropen an sich, nicht die Türme.
Und die upgraden sich dann von alleine? Oder muss man dann immer drücken, Ausbau? Nein, Also die. ausbauen musst du von Hand, aber die Soldaten drin, die werden abgegradet. Ach so. Du weißt, die werden halt befördert, aber braucht man dafür nicht auch Bier? Ich weiß das nicht Also genau. ich brauche nur Münzen, steht hier. Naja, dann, Goldmünze 0 von dann 2. wird Ihr Null Münzen sein. Soldaten. Ja, egal, ich baue jetzt die Münzprägerei. Ob ich Münzen machen kann, ist ja eh eine andere Frage. Ja, da brauchst du ja nicht viel für. Du brauchst halt Gold und, warte, let me see. Ich habe 29 mal Und Gold, ja. Kohle. Ah ja, 13 mal, ja. Bitte, ich brauche viel mehr Weizen. Weed. Guck mal, hier habe ich noch Kohlebergwerk gefunden. Na, das Sägewerk läuft noch immerhin. Also das ist immerhin. Aber ich habe noch keinen Granit gefunden bei mir. Das ist auch deprimierend ein bisschen. Oh, das ist aber schade irgendwie, ne? Ja, was ich kann Kohle, da kann ich euch mit tot schmeißen. Ja, ich finde das voll schade für dich jetzt. Ich finde es auch schade. Ich muss Och es überirdisch Mensch. abbauen. So. Tut mir ein bisschen weh. Ach, lüg Lügenmaul. doch nicht. Töre. Töre. Benjamin. Du lieber Elefantmann, Ach, guck ich mal, möchte es das jetzt kennt nicht er wieder. singen. Ja, natürlich, ich kenne alles. Frag mich was. Ich kenne alle Songs von. Ja, wie Ja. heißen die noch? Wie heißen denn die? Wer denn? Kiosk? Sind es Kiosk-Kassetten? Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen und Nee, so? Kiddix. Aber waren das früher nicht Kiosk? Nein, Kiddix. Nee, Bim nee, nicht Kiosk, Kiddix. Bambino. Dum 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 dum. Hast du jetzt mittlerweile die Tribute von Panem in den zweiten Part angeguckt? Och, immer noch nicht. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt muss ich auch noch mit euch hier so ein Let's Play machen und Du musst vor allen Dingen. Ja, ey, das ist krass, ne? Ich habe mir den Film auf DVD gekauft. Also natürlich die Fan Edition ist ja natürlich klar und so, ne? Und dann habe ich mir gekauft. Wann war das? Ich glaube, 5. Februar kam das raus oder so. Ja, geil. Was haben wir jetzt schon? Ja. Nee, im Seit März, glaube ich, Juni. habe ich die gekauft. Die liegt noch einverschweißt, geschweißt, also eingedingst, also zu halt, Ich habe im jetzt so ein typisches Regal. Bild von mir zugeschwitzt. Ja, und da hast du aber recht, muss ich echt jetzt mal gucken. Ich guck mal die Tage irgendwie, dass ich mir mal Zeit nehme und dann gucke ich das mal. Das ist bestimmt cool. Ich finde ja das so geil, wenn die dann in der Arena sind und sich dann abschlachten und Ja, sie jagen und ich so. fand den ersten Part tatsächlich besser, muss ich sagen. Okay. Also da fand ich viel besser. Das Buch im Vergleich aber nochmal wesentlich besser wie der Film. Und vom zweiten kenne ich bis jetzt nur den Film. Da wird das Hörbuch jetzt das nächste sein, was ich mir anschaffe. Und dann werde ich mir das Hörbuch anhören. Bin ich gespannt, ob mir das Buch da besser gefällt. Der Film ist schon gut. Also der ist nicht irgendwie blöd oder so. Ich fand den schon gut. Aber ich fand den Den ersten ersten oder besser. zweiten? Den zweiten, den fand ich schon gut, aber ich fand den ersten halt wesentlich besser. Okay. Aber jetzt nicht mich spoilern, ne? Nee, ich sag da nix. Ja. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Nimm dir die Zeit, ruhig mal das anzugucken. Ist echt ganz Ja, der cool. dritte Film kommt, glaube ich, nächstes Jahr dann. Ja, das kann Drei schon gibt's ja, sein. ne? Also drei Bücher gibt's ja. Ja, der dritte Film, den gibt's ja auch noch. Also, jetzt ist die langweilige Story vorbei. Ihr könnt wieder reden hier, die beiden anderen. Die beiden anderen haben aber auch Namen. Ja, Ja, Ma. habt ihr die Tribute von Panem denn gesehen? Ja, alle im Kino. Aber wollen wir das nicht in der nächsten Folge besprechen? Du mal mit deiner Willst du schon nächsten wieder einen Frage. Cut machen? Ey, Das ist wirklich, total man ist fies, hier ne? gerade so mitten im Echt? Flow, ne? Ich will keinen Also Cut echt, machen, ich will Krümel. einen Cut machen. Weißt du, und du bist, Was? weißt du, Krümel, und du bist auch noch in meinem Team, ne? Das ist so unsozial. Echt mal. Weißt du, da gibt es erstmal Hater-Kommentare bei dir dann, Ja, ne? echt mal. Dislike. Lass mir eine Packung Kekse überstehen. Welche Kekse? Also, wenn es Schokokekse sind, dann mache ich mit. Ja, wird es Schokokekse geben? Wird es sie nicht geben? Vielleicht, ja, nein, doch. Wir erleben es. Im nächsten Part, würde ich sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.